Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, mit mir spielt die Mathilde. Ah, kann man an- und ausmachen. Also richtig weit ist aber auch nicht, ne? Nee. Weil, wenn ich mal gucke, dann macht die den Bereich nur hell, der eh schon hell ist. Und ein bisschen über mein Stacheldraht, aber sonst finde ich jetzt nicht so geil. Der hier. Na gut, der ist schon irgendwie besser. Aber der geht auch nicht dahinter. Gut, wir haben hier ein bisschen Zombies. Ja, habe ich schon gesehen. Bekämpfe ich aber lieber von draußen. Draußen hier der Ausgang. Ja, kannst du den Generator wieder ausmachen? Habe ich schon. Gut, komme ich hier runter. Einmal nicht stacheln, bitte. Irgendwo sind hier auch Kaninchen gestorben. Ja, aber irgendwie will meine Waffe gerade nicht so, wie ich will. Die hängt irgendwie. Ich kann gerade nichts machen. Ich lock mich einmal aus und lock mich wieder ein, ne? Ja, geh mal so Richtung Haus. Aua! Hau sie alle um. So. Und da fällt mir ein. Oh, da habe ich den Kopf zermatscht. Entschuldigung. Was hast du gesagt? Wir sind noch kein Team. Hab ich doch vorhin angeklickt. Oh ja, aber ich bin ja gerade rausgegangen. Ach so. Das habe ich gar nicht gesehen. Vorhin sind ja Kaninchen lang gelaufen. Ja, ich habe die nur gehört. Ja, ich auch. Ich weiß aber nicht, wo die gestorben sind. Das weiß ich leider auch nicht. Nö, sind wahrscheinlich schon. Es hat nur so Kaninchen gequietscht. So. Ja. Heute ist wieder, ja, wir brauchen Metallteile, Motoren brauchen wir. Auf jeden Fall Motoren, ne? Ah, die Lampen haben mich noch nicht so überzeugt. Oder, was mir gerade einfällt, man könnte, das ist aber so ein bisschen Sichtbehinderung, man könnte hier so eine Säule hoch machen und dann vielleicht hier eine Lampe auf die Ecke stellen, die dann hier weiter ins Dunkle rein... aber kann man die Lampen wieder aufheben? Das weiß ich nicht. Oh, dann haben wir die Lampen umsonst gebaut. Ein Moped steht hier außen. Das ist meins, weil ich bin ja so spät nach Hause gekommen. Ja. Wollte aber erst noch eine Kleinigkeit essen, bevor wir aufbrechen. Oh, Essen ist eine gute Idee. Ich weiß, es ist ja meiner. Ah, da kommt noch einer. Komm mal her, habe ich deine Freunde getötet? Bist du traurig? Schüttelst dich vor Trauer? Da helfe ich dir mal. Grüß deine Freunde von mir. So. Also ich kann den Scheinwerfer nicht ab, aber ich weiß nicht. Nee, ich glaube dann auch nicht. Kannst du nur einen ausschalten. Ich habe kein. Mir fehlt einfach Klebeband, um die jetzt. Oh, da kommt hier so eine Kreistante. Aua, ich habe mich verletzt. Jetzt muss ich erst recht was essen. Wildbretteintopf. Der heilt immer ganz gut. Wildbretteintopf macht mich auch nicht mehr durstig. Hast du getötet? Ja. Und gerade noch einen anderen Typen mit einem Schuss. Das mag ich. Ja, ich mag aber auch, wenn ihre Köpfe zerspringen. Das war früher viel häufiger. Das hat irgendwie nachgelassen. Mhm.
Oh, hier habe ich ja noch zwei Motoren. Nice. Okay. Ja, aber wenn wir jetzt ein bisschen Autos noch gejagt haben, dann sollte es auch reichen. Ja. Oh, tanken. Obwohl wir nehmen hier Autos auseinander, sollten wir ja Sprit finden. Eben. Du. Nach Allee. Noch 7 Level, dann kann ich endlich Stahl machen. Wenn ich Stahl machen kann, können wir Motorräder machen. Mir fällt gerade auf, die rote Nacht. Hey! Was denn? Du hast mich Au! Ja, bei mir nicht. Bei mir habe ich dich überholt. Du fährst gefühlt 10 Meter hinter mir. Ja, jetzt fahre ich auch hinter dir. Du hast mich ja voll angerumst. Nein, habe ich nicht. So, unser Ziel ist erstmal dahin, zu der kleinen Ortschaft. Und da werden erstmal alle Autos kaputt gemacht. Ja, und da wir sowieso Autos auseinandernehmen, können wir auch mit ordentlich Vollgas fahren. Stimmt eigentlich. Energie. Warp 3. Was? Volle Energie, Mensch. Ja, wir können auch nicht Warp 9 fliegen. Wir sind noch auf Warp 3. PK konnte schon weiterfliegen, Battle Warp, ja, wir sind 4? Aber nun mal nicht 9,4? Auf der Enterprise. Wir sind noch nicht mal auf der Defiant. Nee, wir sind auf dem Shuttle. Wir sind in einem Shuttle. Whee. Alter! Speedy Gonzales, was denn, Alter? Du hast mich schon wieder voll angerempelt. Nein, ich ramme dich nicht hier. Voll. Nein! Ich glaube, ich werde das Video so bearbeiten, dass man sieht, wie du mich nicht anrempelst. Ich glaube, dass... Nein, ich glaube wirklich, das ist die Server-Synchronisation, die er nicht hinhaut. Ja, ja, die passt auch nicht ganz hundertprozentig zusammen. Weil ich fahre ja schon extra so, dass ich dich nicht ramme. Ah, Bär links, Achtung! Hast du den gesehen? Ja. Gut. Wollen wir den töten? Ne, ist ein Zombiebär. Ist ein Zombiebär? Ja. Für mich sah der wie ein normaler Bär aus. Für mich sah er aus wie ein Zombiebär. Okay. Und da ist eine Treppe, da könnte man sich hochverpieseln. Eigentlich gibt es keine Autos, komm, fahr weiter. Wir haben eine Mission. Mission heißt Autos. Haha, ist ein Zombie umgefahren. Hast du Schaden davon getragen? Also mein Motorrad-Moped ist ja auf 94%, ich muss mal drauf achten. Na, hier haben wir auch schon die Autos ausgemacht. Ja. Aber da sind ja die Häuser, bei denen wir gucken wollten. Sind ganz schön fleißig gewesen mit Autos. Mhm. Ja, ich glaube, hier haben auch einige Häuser durch, oder alle, ne? Ja, hier hatten wir, glaube ich, alle durch. So, gucken wir mal, ob es hier noch nette Autochens gibt. Hm. Wir sind da hinten, da waren wir aber auch schon. Ein Schrottauto, lass ich mal Schrottauto sein. Ja. Wie sieht es auf deiner Seite aus? Schrottauto. Na gut, dann fahre ich noch in die nächste Stadt da. Schrottauto. Nö, wir brauchen keine Schrottautos, wir brauchen gute Autos. Soll ich einfach mal nach Norden so ein bisschen gucken von hier aus? Kannst du machen, ich nehme die andere Ortschaft. Okay. Wann sind wir losgefahren? Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Ah, 3 Stunden brauchen wir bestimmt für die Rückfahrt dann, ne? Ja, das sollten wir eigentlich haben. Oh! Was hast du? Oh. Tierchen. Ach ja, haben wir auch schon ewig nicht mehr gejagt, ne? Mhm, aber wir haben noch super viel Fleisch, also von daher. Aber hier lief gerade so ein Reh über die Straße. Ein Auto auf der Straße. Wir brauchten vor allem das Fett und die Knochen. Für Kleber, ja. Ja.
genau. So, jetzt habe ich natürlich keine wärmende Kleidung mit. Das ist schlecht. Hm. Vielleicht fahre ich auch einfach mal ein bisschen weiter, ohne gleich anzuhalten. Vielleicht komme ich ja aus dem Schneegebiet wieder raus. Wuhu! Das wäre gut. Dreckschneegebiet. Hier sind nämlich auch direkt Häuser. Ah, Motor gefunden, wunderbar. Hier sind auf jeden Fall Autos. Dann gleich mal tanken. Hier ist einiges an Autos. Ah, da ist ein Wolf. Der hat ja rot, der hat mit Augen leuchten. Ich nehme nur kurz das Auto auseinander. Noch interessiert er sich nicht für mich. Hier ist eine Polizeistation. Er guckt in meine... Ah, Polizeistation klingt interessant. Ja, die habe ich auch schon mal gesehen. Mal gucken. Nimm den nochmal auseinander. Mal gucken, was da für Ressourcen rauskommen. Vielleicht kommen da noch Kinderbeinchen raus oder so. Durchsuche Schuld. Der hat auf jeden Fall ein bisschen mehr. Es dauert länger, den auseinanderzunehmen. Der hat nämlich eine 2500er Wertigkeit. Oh, cool. Also bis du die Karosserie wahrscheinlich abhast. Ja, ja. Oh, Batteriestufe 6. Wow, ich habe die Hälfte der Karosserie. Aber wenn gut Teile rauskommen, ist doch geil. Nee, nicht wirklich. Oh, das ist doof. Ich dachte, da kommen so Teile raus wie beim Auto. Also bis jetzt noch nicht, also... Bis jetzt habe ich noch nicht so viel rausgekriegt. Gerade mal 4 Eisen und ein bisschen Fell. Ah, ich bin gerade bei den Working Stiff Tools, wo wir mal über nachtet haben. Das war ein Scheiß. Oh, 2 Autos habe ich schon auseinandergenommen. Eine Batterie und ein Motor schon. Ja, also ich habe auch schon mehr Autos gefunden, so ist es nicht. Ich wollte mal gucken, wie weit dieses Essen geht. Ah, ich hätte echt gedacht, dass dieses dass der Bus jetzt echt so geile Ressourcen bringt, so. Oder ja, ich bin mehr. Mal gespannt, was jetzt kommt, sobald ich hier die Karosserie weg habe. Das Äußerste. Oh, da ist er weg. Also der Bus ist noch... Also der Bus ist echt doof. Der ist noch ein bisschen buggy. Also da müssen wir mal weiterarbeiten. Oh, der ist ja fast neu. Okay, hier kommen wir jetzt ins Gebirge. Das Auto ist ja fast neu. Fast heile. 8 Punkte fehlen, weil ich gerade wahrscheinlich gegen ran gefahren bin. Oh, hier ist ja richtig... Ich bin hier in einer richtigen Schlucht drin. Cool. Pass auf, dass die Zombies nicht von oben runterfallen. Aber mir ist auch gerade aufgefallen, seine Karosserie brachte mir auch gerade nichts richtig.
Ja, nur die Karosserie bringt auch nicht viel. Oh! Road closed. Okay. Du hast das Ende gefunden. Das nördliche, ja. Fährst du trotzdem weiter? Nein, ich drehe gerade. Okay. Du hast das Ende der Welt gefunden. Also wir haben jetzt das Ende nach Norden hin und nach Süden gefunden. Nach Westen gefunden. War ich auch schon mal. Ich weiß nicht, ob wir es schon nach Süden gefunden haben. Oh, ein Auto. Auf jeden Fall habe ich eine ganze Menge brauchbare Autos hier unterwegs gefunden schon. Daher kann ich mir hier zurückarbeiten und die Autos auseinander. Mhm. Oh! Ich habe auch eine 6er Batterie gefunden. Ah, ich habe ihn gerade gehört. Er hat mich erschrocken, dieses Arschloch. Mann, von wo kamst du denn her? Was ist das denn? Hm. Das Gute ist, man kriegt auch Stoff vom Auseinandernehmen. Ja, ja. Ich würde dann mich so Richtung des Drops aufmachen. Hier in der Nähe ist nämlich gerade ein Drop bei mir runtergekommen. Oh, habe ich nichts von mitgekriegt. Ist okay. Der ist ja auch in meiner Nähe runtergekommen. Ich will die Kiste dahinter. Ah, wenn ich friere, kann ich nicht so viel tragen. Faszinierend. Echt? Ja. Oh, oh. Wölfchen. Oh, das Wölfchen. Oh. Ah, diese Idioten treffen mich, warum auch immer. Ich wollte diese eine Kiste nur haben. Eine Kiste. Nur die eine Kiste. Oh. Okay, ich verdammt zum Drop.
Ist aber nicht die Kiste, die ich haben will, verdammt. Oh! Was ist denn? Irgendwie ein Zusatz für Stiefel. Impact Breathing. Keine Ahnung, was das ist. Ich nehme es aber mit. Ah, hier rum geht's einfacher. Oh, Electric Wire Relay. 4 Stück gleich. Cool. 4 Stück? 14 Stück, habe ich gesagt. 14? Hm, ich glaube, das Gebäude gucke ich mir noch mal ganz an. Hat sich bisher echt gut gelohnt. Also mittlerweile macht das Schlagen ganz gut Schaden, finde ich. Okay. Bitte. Oh nein, die Kiste ist irgendwo in den Bergen, das mache ich nicht. Nee, steig nicht ab. Nicht bei schrägem Gelände absteigen. Ja, bist da oben am Arsch der Welt, komme ich gar nicht hin zu dir. Oder du kommst ja nie wieder zurück. Das mache ich auch nicht. Auf den Drop verzichte ich einfach mal. Hab ich doch geahnt. Was ist denn? Naja, hier ist das ein Schrank und da kam gerade ein Zombie raus. Achso. Und ich hab damit gerechnet. Achso. Also der Keller war interessanter bei dem Haus bisher. Aber die Zombies lassen hier ganz gut Loot. Also kümmerst du dich gerade nicht so um Motoren? Nö, ich hab gerade mal ein bisschen Hausi. Hausi baut sie! Unsere Stadt im Norden hier nochmal ein bisschen. Ich dachte mir, das Haus hat sich so gelohnt, da gucke ich doch mal gleich weiter. Bin noch gleich fertig. Bin auch schon hier im ersten. Und dann gucke ich wieder Autos. Hier ist ja alles verrammelt. Oh. Keine Ausdauer mehr.
hi. Oh, der Schuss sah cool aus. Der hat wirklich gerade so den Zombie so... Der Pfeil hat richtig rausgeguckt. Cool. So gut wie ich geschlachtet habe, kann ich aber was essen. Na, ich habe ja auch gerade ganz gut was weggekloppt. Oh, da fallen sie runter. Oh, und das ist ein Min. Ups. Ja. Das macht Spaß. Oh! Die freut sich schon, macht die Beine breit. Aber ich sehe die Minen gar nicht hier. Oh, 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 oh. Aha. Schade, dass man keine Minen entschärfen kann. Hier oben ist alles voll mit Minen. Kommt her. Cowabunga. Aua. Ah, scheiße, 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 scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Und tschüss. Was war mal die denn da los? Nichts, nichts. Ich hau jetzt hier nur ab, solange ich noch lebe. Außerdem ist schon 18 Uhr, es ist Zeit, dass ich mich auf dem Heimweg das mache. Das ist eine gute Idee. Geht die eine Mine da nicht hoch, aber egal. Scheiße, wo ist der? Ja, da rechts. Ich habe da nur gerade so einen laufenden Zombie entdeckt und der ja war schnell und hat mich ein paar Mal getroffen und wenn du nach oben links schaust, siehst du, dass ich fast nicht mehr am Leben bin. Hm. Aber ich finde trotzdem, das Haus hat sich gelohnt. Sogar zweimal natürliche Antibiotika gefunden. Das ist ein Safe.
Geh auf, safe. Los, safe. Ich bin durstig. Oh. Hier ist noch ein schöner. Hier ist es nicht mehr kalt. Und hier ist ein wunderschöner Wagen. Ich auseinander. Ja, ich krieg Besuch, wie ich höre. Oh, was ist das denn? Military Plating. Hm. Keine Ahnung, krieg ich auch nicht mal alles mit, oder? Ich hab alles noch irgendwie mitgekriegt. Eve, ja. So, ich hau jetzt hier ab. War schön mit euch. Hat Spaß gemacht. Ah. Wo ist mein Moped? Scheiße, wo ist mein Moped geparkt? Moped? Sag bitte nicht, dass du dein Moped schon wieder verloren hast. Nee, ich bin woanders rausgekommen, als ich es erwartet habe. Ach so. Genau, ich bin von hinten reingegangen in die Garage. Mal kurz Storage, falls ich laufen muss. Und das hätte ich gerne zurück. Oh. Home sweet home. Ach, du bist schon zu Hause? Nee, ich fahre. Ich bin noch gar nicht losgefahren. Ich gebe jetzt auch Gas. Juhu. Ah, ich habe glaube ich trotzdem nur einen Motor und eine Batterie gefunden. Nö, ich habe definitiv mehr als einen Motor. Ja, dafür habe ich Munition gefunden und ja. Munition habe ich auch gefunden. Natürliche Antibiotika, Blutpakete, Honig. Die habe ich nicht gefunden. Also wir können uns wieder anstecken quasi. Das ist gut zu wissen, aber ich bin eigentlich nicht scharf drauf. Nee, ich auch nicht, aber cool, dass wir es haben. Ja. Aber viele Autos fahren in dieser Ortschaft da irgendwie auch nicht. Also ich habe da eins auseinandergesammelt und eins habe ich noch gesehen. Ja, also da wirklich im Norden, da war eine ganze Menge an Autos. Aber da ist es halt kalt. Mhm. Polizeistation, warst du drin? Nein. Wenn du magst, können wir uns die gerne morgen mal anschauen. Bin ich dafür, genau. Gucken wir uns die mal an. Dann ziehe ich mir dann aber definitiv wärmere Kleider an. Wir haben ja auch durchaus noch ein Dings da. Hier, Mäntel haben wir ja auch. Mehrere, glaube ich sogar. Ja. Oh, ich bin noch weit weg. Na, ich bin... Oh, Tier. Aber ich glaube, wenn wir da hinten in der Siedlung, wo ich war, irgendwie Sachen suchen oder so, sollten wir echt dort übernachten. Das ist dieses, wenn du einen Tag quasi 6 Stunden fährst, das nimmt schon viel Zeit weg. So, 2 Tiere habe ich geschlachtet. Das auch noch. Aber es hatte 3 Zombies, glaube ich, die Loot gelassen haben. War jetzt nicht so überragender Loot, aber... Ganze Menge Dollars. Ja. Oh, ich bin hungrig. Ah, ich glaube, ich werde nicht rechtzeitig eintreffen. Nee, ist ja auch nur noch 1 Stunde. Ja. Ich glaube, ich bin länger als 3 Stunden gefahren.
Ja, ich glaube, ich werde es auch gerade so schaffen, diesmal mein Auto, mein Moped in der Garage zu bringen. Ich weiß nicht, ob meine Garage noch auf ist. Kannst du sie dann schon mal öffnen? Selbstverständlich. Weil ich komme heiß rein. Heiß rein. Haben Sie damals bei Top Gun immer gesagt. Ja, wir dürfen natürlich trotzdem nicht vergessen, wenn wir morgen Polizeistation gucken, dass wir nichts anderes sonst machen, weil übermorgen gut, rote Nacht. Wird's wieder rot. Genau. Ja, wir dürfen wieder alles machen, Stacheldraht und so, ne? Das haben die ja komplett schon fast zerstört, also man kann ja, alles reparieren. Ich werde auch gleich wieder Eisen, geschmiedetes Eisen in Auftrag geben. Für die Stacheln. Oh, kann ich wieder ernten? Was ist das denn? Zombie-Armee oder was? Nee, noch nicht. Ich habe sie getötet, bevor sie kreischen konnte. Ich habe nur gesehen, dass da eine Tussi vorne stand. Also deine Garage ist noch offen. Na gut, wunderbar. So, ich glaube erst, wenn ich jetzt über diese Brücke fahre, bin ich auf der richtigen Seite. Scheiße. Upsi-dups. Ich hätte schon... Das war schon fast eine Brücke zu viel. Ich hatte schon die letzte rechts gemusst. Warte, wen muss ich jetzt... Oh, ich muss mich auch mal beeilen. Ich hier erstmal hin, wo ich hier reinkomme. Ja. Weil dann müssen wir morgen früh erstmal gleich die Fahrzeuge leer machen, ne? Oh, es wird schnell dunkel. Gerade noch Sonnenuntergang und jetzt Dunkelheit. Jetzt durch diesen düsteren, dunklen Wald fahren. Bisschen Nebel im Hintergrund. Pass bloß auf dich auf, Rotkäppchen. Ja, der böse, böse Wolf lauert hier. Jetzt sehe ich die ganzen Fackeln. Unser Licht ist ja an. Hast du Stromanski angemacht? Nein, noch nicht. Die Dinger leuchten. Der Dings ist auch aus. Also. Aber mir leuchten sie, ist nicht so schlimm. Ups. Ich sehe es noch nicht, Leute. So, Hallo, Tier. So, wo hat... Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Motoren habe ich. Wofür brauchen wir noch Motoren? Also für den Generator, für unsere Motorräder, für den Zementmischer. Ja, einen lass mal für den Zementmischer. So, ich nehme den letzten Frame weg und bin quasi safe. Aber ich habe noch einen Autoreifen gefunden. Das ist... Oder Motorrad, keine Ahnung. Whatever. Boah, 10 Honig, ey. 5 natürliche Antibiotika. Wir sind ja sowas von safe. Verstehe nicht, kann man Stiefel irgendwie modifizieren? Ah, dieses Gerät, was ich dabei, da kriegst du weniger Falldamage, wenn du irgendwie fällst, aber ich kann leider meine Stiefel nicht modifizieren. Ab zu den Mods.
Ah ja, fast $500 habe ich gefunden. Oh, auch nett. Ja, kann man auch gebrauchen. Und ein bisschen Blutbeutelchen für die Vampire. Was sagt überhaupt mein... So, okay, ja. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne, ja, einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Würde uns sehr freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, bis zur Polizeistation.